Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger vom historischen Weihnachtsmarkt in Rostock in der Schmiede von Mar Dietrichson. Moin. Den kennt ihr ja schon. Und ich habe mir gedacht, so zur frühen Morgenstunde, so ein komisches Wetter, nicht richtig kalt, nicht richtig warm, aber ein bisschen feucht. Jo. Trinken wir einen schönen Eiler, wie ich hoffe. Es handelt sich diesmal um den Illich, aber in der Sonderedition mit 43 Volumenprozent abgefüllt. Normalerweise ist der Illich nur mit 40 Volumenprozent abgefüllt. Es ist, wie ich schon sagte, ein Eiler. Er ist gefärbt, darum gehe ich jetzt nicht auf die Farbe ein. Und mit Sicherheit auch kühl gefiltert. Viele munkeln ja, gerade bei den The Illich, handelt es sich um einen Lagavulin. Ich glaube es nicht. Mit Gewissheit kann ich es aber nicht sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lagavulin Fässer abgibt. Ja. Herausgebracht ist es von The Highland und Island Scotch Whisky Company Limited, Glasgow. Langer Name, sagt mir aber jetzt nichts. Ja, wie gesagt, The Illich mit 40 Volumenprozent hat mir eigentlich ganz gut gefallen. War ein junger, wilder Eiler Whisky, der ja, typische maritime Noten hat und ich bin jetzt gespannt, was der kann. Genau. Ne? Haben uns einen kleinen Frühstücksschnäppler eingegossen. Im Hintergrund Knistele, dass wir so ein bisschen das auch warm haben. Hab den Whisky vorher auch im Bett warm gehalten. Einwandfrei. Hab ihn heute Nacht in mein Bettchen reingenommen, so dass er nicht so kalt ist. Ne? Weil der steht jetzt schon fast, na, Donnerstag bin ich gekommen. Ne? Mhm. 5 Tage ist er jetzt schon hier in der Kälte. Und das wäre, als wenn man ihn jetzt in den Kühlschrank stellt. Und da muss man ihn ja nicht unbedingt trinken. Ja, in der Nase typische Eileraum, maritim, leicht phenolischer Rauch, ein sehr kräftiger Rauch. Ein bisschen Frucht ist aber auch. Ja, ja. Ich kann die Frucht auch jetzt noch nicht so richtig greifen. Ja, ein bisschen. Speckiger Rauch ist das, mit so einer maritimen phenolischen Note. Du, speckiger Rauch kommt vom Feuer. Nee, nee. Also den habe ich nicht. So ein bisschen fleischig, Barbecue-mäßig, weißt du? Ich hatte letztens den Cask Eiler von AD Redway. Der nennt mich stark an denselben Rauch. Ne, die Farbe, dann gehe ich doch auf die Farbe ein. Ne, die lässt vermuten, dass hier ein paar Sherryfässer eingemischt wurden. Dem ist aber nicht so. Nee. Das ist ein reiner Bourbon, fast gelagerter Whisky. Sehr jung noch, würde ich sagen. Also man merkt die 43 Volumenprozent durchaus in der Nase. Aber jetzt nicht störend. Ja, Rauch, Rauch, Rauch. Wie gesagt, für mich ist es so ein fettiger, speckiger Barbecue-Rauch mit einer leicht phenolischen maritimen Note. Sprich, bisschen Seetang, Salz. Ja, das hat man, das ne? Ist typisch. Ja, typisch nicht unbedingt für Eiler, ja. Aber typisch für einige Distillen. Ja, meine liebsten Distillen meistens. Ja, Banner Heaven zum Beispiel, die haben nicht diesen, nee. Diesen Seetang, ne? Aber so Kahuilla. Genau. Ja, also ich gehe stark davon aus, gerade auch vom Rauch her, dass da ein Kahuilla halt drin steckt. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Vielleicht ist es ja doch ein Lagavulin. Joa. Wie gesagt, die Frucht habe ich da, so eine leichte Fruchtsüße. Aber ich kann nicht schlecht greifen. Wenn ich mich jetzt so festlegen müsste, würde ich sagen, so grüne Äpfel. Ja, irgend sowas. So leichte Zitrusnoten, aber noch keine Orangen. Nee, Orangen nicht. Ne, sondern wirklich so Zitrone. Aber eine süße Zitrone, ne? Ja, klingt komisch. Aber hast du das nie gemacht, so früher so Pampelmusen, so mit Zucker? Ja, das ist ja wieder was anderes, eine Pampelmuse, ja, keine süße Zitrone. Aber Pampelmuse ist nun saurer als eine Zitrone normalerweise, ne? So. Zuckerzitrone. Zuckerzitrone. So schön. Kräftig im Mund. Der Alkohol, 43 Volumenprozent, gut eingebunden, schieben die Aromen aber nach vorne und im Mund ist der kräftig, maritim, salzig. Hinten noch kommt dann die Süße, im Abgang.
Abgang würde ich sagen. Doch, kurz bis mittellang. Also lang nicht, aber geht schon so ein bisschen ins Mittellange. Weil er ist ja doch nicht ganz so jung. Weil er hat doch seine 8 Jahre oder so. Denke ich. 6 Jahre wären. Da beiß ich auch noch. Ja, Alkohol ist da, aber ist keine metallische Jugend. Eben. Ne? Und vom Geschmack her kräftig, salzig. Die Früchte, wie gesagt, die kommen ein bisschen später. Ne? Das ist Apfel und Zitrus. Ne? Aber in erster Linie, das was ich im Mund habe, ist wirklich so Seetang, Salz. Ja, aber nicht ganz so dominant. Also ich finde noch eigentlich dafür recht mild. Ja. Und man hast ja andere, wo das dann ganz kräftig ist. Ja, ne? Ja. Diese ganz vanillige Sünde, das hat er nicht. Also ein Lafroig, nein. Ja, der ist eigentlich schöner, abgerundeter schon. Ja, also der ist gut trinkbar zum Frühstück. Genau, süffig, ne? Ja. Also wer Rauch mag, wer kräftige, junge Eilers mag, mit einem schönen maritimen phenolischen Rauch, ist bei dem gut beraten. Das ist eine Literflasche. Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, ich habe so um die 40 Euro dafür bezahlt. Gibt's immer noch. Und ich denke, 40 Euro ist okay für einen Liter. Doch. Ja. Also erhebt sich so ein bisschen von den üblich verdächtigen, unabhängig abgefüllten Eilers heraus. Ja, also deutlich, finde ihn deutlich interessanter als ein Nas-Benbrecken-Eiler oder ein Finlecken. Doch, gefällt mir gut. In dem Sinne, euer Ansgar und euer Mar Dietrichson. Und schaltet wieder ein, wenn wir, vermutlich wir beide, zum 3. Advent für euch wieder ein Whisky hier in der Schmiede probieren. In dem Sinne, ciao. Tschüss.